Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir ein Fullface-Kooperationspartner schminken, habe ich mir gedacht. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also es sind im Prinzip alles Produkte von Marken oder halt von Firmen, also von Shops, Online-Shops, ne? Die ich in PR zugeschickt bekommen habe. Und macht mich natürlich ein bisschen glücklich, ne? Dass ich euch das natürlich in einem Fullface mal zeigen kann, hätte ich ja im Leben nicht mit gerechnet. Also vielen, vielen Dank an alle von euch, denn ihr seid tatsächlich dafür zuständig, dass es überhaupt möglich ist, dass ich hier das ein oder andere Päckchen, entgegennehmen darf tatsächlich und dass die Firmen mit mir zusammenarbeiten und dass ich euch die Produkte vorstellen darf. Also hier sind neue Produkte drin enthalten, aber auch altbekannte Schätzeleins und ich habe hier auch sehr coole Naturkosmetik für euch am Start. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich möchte einfach mit der Basis des Ganzen starten, denn das ist tatsächlich eine gute Hautpflege. Ihr wisst, dass ich ja schon eine ganze Zeit die Produkte von Beauty Mates verwende und da habe ich jetzt für euch heute das Even Skin Set verwendet. Das besteht aus der Hyaluron Cream Boost, das ist die klassische Feuchtigkeitscreme mit dem blauen Deckel und dem Pore Minimizer Booster, das ist dieses wunderschöne Schätzelein mit Vitamin C, was hautaufhellend wirkt und Vitamin B3, das sind Niacinamide, das ist entzündungshemmend und in dem Sinne ja auch chillend, also quasi Haut beruhigend, ne? Und ja, das habe ich heute Morgen aufgetragen, einfach um eine gute Basis zu geben, um mein Gesicht einfach zu pflegen und das macht dieses Set halt auch, ne? Und Beauty Mates ist eine Marke, mit denen ich ja schon seit Ewigkeiten zusammenarbeite. 2 Jahre, 3 Jahre, ich weiß es nicht. Und da könnt ihr mit meinem Code Claudi30 auch 30% sparen, was ich persönlich ganz cool für euch finde, weil da könnt ihr euch ja vielleicht ein Weihnachtsgeschenk organisieren. Müsst ihr mal gucken, also dass ihr euch das vielleicht wünscht oder dass ihr dann im Set-Konfigurator vorbeischaut und euch überlegt, zum Beispiel für Mutti, was könnte Mutti gut gebrauchen? Und dann könnt ihr euch da entsprechend einmal durchklicken und die Produkte entsprechend dann zusammenstellen. Und zu dem Setpreis, der ja im Set-Konfigurator entsteht, kannst du dann halt auch nochmal die 30%, die mit meinem Code Claudi30 gelten, drauf sparen, was ich ziemlich cool finde. Und ihr könnt die Hautpflege halt mit gutem Gewissen verwenden, weil die halt auch für sensible Haut sehr gut geeignet ist, ne? Ich habe eine trockene, sensible Haut und da funktioniert es einfach sehr, sehr gut am Morgen mit dem Pore Minimizer Booster und der Hyaluron Cream Boost für mich. Das sind auch so mit meinen Favoriten tatsächlich. Und ist nämlich vegan, tierversuchsfrei. Gut, das hat jetzt relativ wenig Auswirkungen auf die Haut, aber aufs Gewissen. Dann hast du halt in dem Sinne kein Rampampam drin, keine PEGs, keine Parabene, keine Parfümstoffe und so. Das finde ich ganz cool. Wir haben nur das drin, was reingehört. Das ist ja Wirkstoffkosmetik. Und Beauty Mates ist ein Unternehmen, ein kleines Unternehmen, Startup aus Bayern, aus München, ne? Und da arbeite ich einfach super gerne mit zusammen, weil ich weiß, dass ich einfach bedenkenlos die Produkte verwenden kann. Bis zu 3 Booster kannst du in deine Creme mit reinmischen. Bis zu 3 Tropfen kannst du in deine Creme mit reinmischen. Ich nehme 3 Tropfen von dem Pore Minimizer Booster in die Hyaluron Cream Boost und freue mir einen Keks, weil danach meine Haut einfach richtig schön aussieht und strahlt. Das Hautbild halt wirklich langfristig verbessert wird und deswegen schwöre ich auf die Pflege von Beauty Mates und empfehle euch das immer wieder gerne weiter. Deswegen vielen Dank an Beauty Mates, dass ihr auch dieses Video gesponsert habt und euch daran beteiligt habt. Das ist ziemlich cool. Und deswegen mache ich auch, weil ich halt so viele Sponsoren auch in diesem Video natürlich, weil Kooperationspartner sind am Start, ne, habe, auch eine Verlosung. Und zwar verlose ich ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Alles dazu in der Infobox verlinkt. Schau gerne einfach mal vorbei. Also alle Produkte, ne, generell die Produkte von Beauty Mates, aber natürlich auch alle anderen Produkte, die du hier findest. Das heißt, meine Haut ist schon mit Feuchtigkeit versorgt und ich habe hier auch eine schöne Pflege drauf. Ich finde aber, dass meine Haut jetzt gerade so im Winter relativ fahl aussieht. Und da bin ich jetzt gerade ziemlich froh, dass wir 20% Rabatt gerade bekommen bei Purish auf diverse Marken. Die schreibe ich euch alle mal in die Infobox. Ein paar davon seht ihr auch in diesem Video. Unter anderem Danissa Myrix. Und da habe ich jetzt diesen Yummy Skin Glow Serum Priming Face Serum Geschichten Gedönsen drin in der Farbe Main Squeeze. Das gibt es hier in unterschiedlichen Farben. Und den trage ich mir jetzt einfach mal auf. Achso, Claudis Welt 20 ist dann mein Code, ne, mit dem ihr dann auch entsprechend die 20% bekommt. Denn normalerweise
Preise bekommt ihr regulär 15% Rabatt bei Purish auf ausgewählte Marken. Und jetzt im Dezember, Leute, weil es geht ja Richtung Weihnachten, ja, haben die sich gedacht, 20% mehr ist besser, besser ist mehr ist besser, ne? Glaube ich, so sagt man das. Und dementsprechend schaut in der Infobox vorbei. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Glow im Gesicht, aber wichtig, Glow, kein Glitzer. Das ist mir persönlich immer wichtig. Theoretisch kann man das auch so lassen, also ich könnte auch so rausgehen, dann müsste ich jetzt theoretisch nicht eine Foundation drüber geben. Mache ich aber, nicht nur um sie euch zu zeigen, sondern auch weil, ne, das einfach gerade schicker aussieht. Nabla, der Skin Realist, einfach eine richtig gute Foundation. Auch Nabla, 20% Rabatt, ne, gebe ich mir jeweils einen Pumpu pro Seite auf mein Gesicht. Ich habe übrigens die Farbe 1 Fair, aber auch die Farben stehen unten in der Infobox, ne? Dann verwende ich Pinsel von Leni Brush. Die Pinsel von Leni Brush gibt es bei Cosmetic for Less. Da habe ich den Code Claudi15. Da kannst du auch mal vorbeischauen. Läuft. Und ja, buffer das erstmal so schön ein. Das gibt halt eine schöne Deckkraft. Das ist eher leicht bis medium, aber halt so richtig natürlich, ne? Das ist so ein gutes Base-Produkt. Also der Skin Realist von Nabla ist einfach Hammer. Zack, die Wab, die, dann nehme ich mir ein Schwämmchen, das ist jetzt einfach irgendein Schwämmchen, und arbeite das nochmal in die Haut ein. 1A, oder? Also ich finde, das sieht einfach richtig, richtig gut aus. Dann verwende ich jetzt einen Concealer, und zwar von LA Cosmetics. LA Girl, den bekommt ihr bei Cosmetic for Less. So, Cosmetic for Less sitzt übrigens in Hamburg. Ich muss da unbedingt mal im Store vorbeischauen. Und ich habe hier den Concealer in der Farbe Vanilla. Und ja, den gebe ich mir jetzt mal an die zu concealenden Stellen auf. Kannst du halt super dosieren wegen dem Pinselchen hier vorne dran, ne? Das ist ganz cool. Und wie gesagt, Cosmetic for Less, Claudi15. Das ist ein Code nur für euch. Solltet ihr die Produkte nachkaufen wollen, nehmt super gerne den Link in der Infobox. Das ist nämlich ein Affiliate-Link, genau. Komm, die Nase machen wir jetzt auch mal ein bisschen hier gehighlightet. Dann nehme ich mir mein Schwämmchen und dann wird das Ganze eingearbeitet. Auch bei Cosmetic for Less bekommt ihr ja so Catrice, Essence, ne, diese generellen Drogeriemarken. Da bekommt ihr tatsächlich auch die LEs immer noch relativ lange, ne, dass ihr die, wenn ihr die in der Drogerie nicht mehr bekommt, bei Cosmetic for Less kaufen könnt. Und da könnt ihr tatsächlich nämlich auch für die 15% drauf sparen. Und hier habe ich einfach hier die, wie oft kann man hier sagen, ja, den Eyeshadow Primer und den von Catrice halt, ne? Und den trage ich mir jetzt einfach mal auf die Augenlider auf, denn ich habe hier auch gleich eine sehr krasse Palette. Ich weiß nicht, wie intensiv der Augenlook heute so wird, aber ne, dann haben wir schon mal so ein bisschen die Äderchen abgedeckt und eine Basis geschaffen. Jetzt kommen wir zu dem ersten Produkt von der Naturkosmetikmarke, von der ich gesprochen habe. Die habt ihr schon ein paar Mal häufiger bei mir auf dem Kanal gesehen, und zwar rede ich von Vienna Beauty. Auch das ein Startup, ein junges Startup und Familienunternehmen aus München. Und das ist 100% zertifizierte Naturkosmetik. PETA zertifiziert sind die auch noch. Richtig, richtig cool. Und da habe ich mir jetzt einfach noch zwei unterschiedliche neue Lippenstiftfarben bestellt und eine neue Bronzerfarbe. Die möchte ich gerne mit euch ausprobieren. Claudi15 ist hier mein Code, da bekommt ihr auch 15% Rabatt. Und ich möchte gerne, das habe ich nämlich bei Maxim gesehen, diesen Lipstick in der Farbe 04 Spicy Nude als Blush auftragen. Da habe ich richtig Bock drauf. Das ist so ein, ja, Kaminrot eigentlich. Also das ist eher so ein richtig schöner Herbstton. Kannst du natürlich auf die Lippen auftragen, aber da habe ich nachher einen anderen Ton, den ich verwenden möchte. Ja, eigentlich kann man das doch hier auf den Handrücken einmal geben. Ja, und du merkst einfach, ne, Vitamin E, Hyaluronsäure, Rizinusöl. Hier sind halt auch pflegende Inhaltsstoffe drin, was natürlich auf den Lippen total genial ist. Und ja, hier haben wir dann einmal den Swatch. Sieht richtig gut aus. Und dann nehme ich einfach meinen Bufferpinsel, nehme das hier in den Pinsel auf und kann mir das dann entsprechend auftragen und gebe mir da einfach einen schönen, natürlichen Blush-Effekt. Das kannst du auch individuell aufbauen. Sowas finde ich immer echt schön. Ich verwende in letzter Zeit auch recht häufig Creme-Blushes. Deswegen habe ich das bei Maxim gesehen und mir gedacht, ja, geile Idee, ne? Das musst du auch nachmachen. Und da lasse ich mich dann auch gerne mal von meinen Kollegen influenzen. Auch hier, ne, das kannst du super als Weihnachtsgeschenk verschenken, weil das ist eine hochwertige Marke. Da freut man sich richtig drüber, wenn man dieses schöne, edle Packaging unterm Weihnachtsbaum hat, beziehungsweise wenn du es in einem Geschenk hast, es auspackst und sowas Schönes verschenken kannst, weil du verschenkst damit halt nicht nur
eine schöne Kosmetik, sondern halt auch eine gewisse Pflege, die ja mit dem Ganzen einhergeht. Und du verschenkst damit auch Nachhaltigkeit, denn die Puderprodukte haben Refill-Möglichkeit. Also, dass du quasi, sobald du das Puderprodukt aufgebraucht hast, einfach das Pfännchen aus der, aus der Verpackung nehmen kannst, ne? Und dir einfach nur das Refill nachkaufen kannst, was natürlich auch ein bisschen günstiger ist als das volle Produkt. Und das ist natürlich auch viel, viel nachhaltiger, weil du keinen Spiegel oder so entfernen musst oder entsorgen musst. Richtig hübsch. Also das mag ich gerne leiden. Ihr seht das jetzt auch, ne? Schöner Blush-Effekt. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und wenn du das dann auch noch als Lippenprodukt verwendest, wie gesagt, ich habe jetzt gleich noch eine Möglichkeit, dass ich... Ach, ich mache den aber trotzdem kurz mal drauf. Ich habe nämlich gleich eine andere Farbe. Aber ich merke jetzt schon, dass es wie eine Lippenpflege ist. Wie eine getönte Lippenpflege. Richtig genial. Und jetzt ist ja eigentlich auch der Zeitpunkt, wo ich mir noch eine Lippenpflege aufgeben würde. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Läuft. Also Nira, vielen, vielen Dank, dass du mich mit Nachschub versorgt hast. Schaut in der Infobox vorbei. Ich zeige euch gleich aber auch nochmal den Bronzer und den Highlighter. Dafür muss ich aber noch erst so ein paar andere Schritte machen. Denn jetzt habe ich hier von Dalton Marine Cosmetics Face Care Freshen Up Feuchtigkeitsspray Hydrating Mist. Ne, Dalton ist auch eine ganz, ganz wichtige Marke für mich in meinem Skincare, aber auch Make-up-Bereich, weil die haben ja auch verschiedene Produkte, die man als Make-up verwenden kann. Und das trage ich mir gerne so als Setting Spray über meine ganzen cremigen Texturen drüber. Das ist super, super angenehm. Und das gebe ich mir dann so ein bisschen mit dem Schwämmchen noch ein. Und damit erhöhst du die Haltbarkeit von deinem Make-up einfach intensiv. Und Dalton ist Marinekosmetik und ist auch sehr hautverträglich, ne? Denn das ist einfach sehr hautverwandte, das sind sehr hautverwandte Inhaltsstoffe da drin, weil das Leben an sich kommt aus dem Meer. Du bist Leben, ich bin Leben, ne? Ihr wisst Bescheid, wir kommen aus dem Meer und dementsprechend ist das einfach eine gute Geschichte für mein Gesicht und ich mag es gerne leiden. Das ist ein bisschen witzig, ja. Ich habe hier von Riva Loves Me Holy Grails bei Maxim das Flawless Baking Powder. Warum habe ich das hier bei meinem Full Face PR-Produkte? Weil ich das von dem Maxim bzw. von Riva Loves Me in PR damals zugeschickt bekommen habe, was ich so cool fand. Da habe ich mich so drüber gefreut. Und da haben wir so ein Netz drin. Da nehme ich einfach mein Schwämmchen und kann dann das Produkt hier aufnehmen. Und damit sette ich einfach meinen Concealer. Und ich finde es einfach so, so cool, dass Maxim die Möglichkeit hatte, mit Riva Loves Me eine Kollektion rauszubringen und auch mit Catrice jetzt ja letztens erst, ne? Es ist so, so cool und da freue ich mich einfach für ihn, weil es ist für mich ein Kollege, es ist für mich ein Freund, es ist einfach ein sehr, sehr sympathischer Mensch, dem ich das einfach von Herzen gönne, dass er die Möglichkeit bekommt, so erfolgreich zu sein, ne? Und das finde ich schön. Ja, ne? Und ich bin auch ein bisschen stolz drauf, dass ich Maxim Giacomo meinen Kollegen nennen kann. Brauchst du auch nicht viel von, ne? Das macht das alles wirklich sehr schön, sehr flawless. Ich persönlich muss dann auch immer ein bisschen aufpassen, dass ich eben auch nicht zu viel davon nehme, weil das ist halt wirklich ein bisschen gelb, ne? Und ich bin ja eher kühl, neutral vom Hautunterton her. Aber das kriegen wir alle schon hin. Und ich glaube auch mittlerweile gibt es das so ähnlich im Standardsortiment von Riva Loves Me. Als nächstes habe ich hier wieder ein Produkt, was man bei Cosmetic for Less mit Claudi 15 für 15% günstiger bekommen kann. Und zwar von Catrice, das Poreless Perfection Powder. Kannst du tatsächlich auch so ein bisschen als Dupe zu dem Nabla gepressten Puder nehmen. Und als Dupe zu dem, ich nehme einen anderen Pinsel, habe ich mir gerade überlegt. Hier von bei Beauty Bane Pinsel als Dupe zu dem Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Powder. Ich mag das gerne, genau. Und damit pudere ich jetzt relativ grob, ne, mein Gesicht einfach mal ab. Und der Pinsel ist, wie gesagt, von bei Beauty Bay. Da bin ich in diesem Affiliate-Programm drin. Ab und an kriege ich auch mal Produkte von denen zugeschickt, aber nicht so super häufig. Genau, hauptsächlich kaufe ich mir die selber und habe dann einfach einen Affiliate-Link, den ich gerne mit euch teile, sodass ich da einfach, sollte jemand von euch Bock drauf haben, da was zu kaufen, eine kleine Provision bekomme. Und das ist auch immer ganz nett. Also wenn ihr Bock auf dieses Pinselset habt, und es das noch gibt, das weiß ich jetzt gerade nicht, dann schaut gerne in der Infobox vorbei. Alles dort verlinkt. Ich habe ja immer eine so fleißig gefüllte Infobox. Das ist der Wahnsinn.
Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Produkt von Vienna Beauty. Übrigens, was auch ziemlich cool ist, du hast recycelte und recycelbare Verpackungen hier bei den Puderprodukten. Und hier habe ich jetzt ein neues Produkt für mich. Das ist der Bronzer in der Farbe 02 Sand. Ich habe auch die Farbe 01 Ivory. Aber ich wollte mal eine Nuance etwas dunkler ausprobieren. Der hat einen leichten Schimmer mit drin, sodass der auch eine schöne Bewegung auf dem Gesicht gibt, ist aber, und das finde ich eben so super, nicht glitzernd. Also das ist ein wirklicher Unterschied, ne? Ob ein Bronzer oder ein Puder im Gesicht ein Glow verleiht, einen Schimmer gibt und halt in dem Sinne sehr sanft ist, oder ob das Produkt glitzert. Und das glitzert nicht. Das macht einfach nur Bewegung und gibt Liebe. Ja, ich muss wirklich sagen, dass ich den Bronzer in der Farbe 02 sogar für mich persönlich noch einen Tick besser finde als in der Farbe 01. Und auch hier haben wir tatsächlich kein Mikroplastik, keine Chemie, keine Inhaltsstoffe, die hier nicht reingehören in diesen Produkten drin. Das ist halt wirklich, ja, ohne schlechtes Gewissen, ne? Und das finde ich auch wirklich sehr sympathisch. Das gefällt mir. Deswegen arbeite ich super, super gerne mit Vienna Beauty zusammen. Und frage mich gerade, warum ich diesen Pinsel so dreckig habe. Guck mal. Keine Ahnung, was habe ich denn hier schon wieder veranstaltet? Claudinchen. Ja, ich habe jetzt auch Bewegung und Glow durch den Bronzer, möchte mir aber noch ein bisschen mehr Highlight geben. Und da habe ich hier diesen Highlighter in der Farbe Champagne 01, glaube ich, genau. Auch von Vienna Beauty. Und das ist ein Highlighter, der ist sehr, sehr schön, sehr, sehr zart und subtil, aber sichtbar. Und wenn du richtig Bock drauf hast, kannst du den natürlich auch intensiv aufbauen, ne? Und den trage ich gerne an meinen zu highlightenden Stellen auf. Guck mal, das sieht so schön aus. Das ist halt so richtig Alltagsglow. So kann ich den tragen, wenn ich einfach jetzt unterwegs bin, wenn ich, keine Ahnung, einkaufen gehe oder, ne, spazieren gehe, wie auch immer. Und wenn ich sage, bisschen Party-Time, dann gehe ich halt nochmal rein, das war ein Reim, und baue mir den auf. Und dann habe ich ein Highlight, was einfach deutlicheres, krasseres Strahlen gibt, aber nicht die Fältchen betont oder sonst irgendwas. Liegt übrigens auch an den Inhaltsstoffen von dem Produkt, weil du hier halt auch diese Hyaluronsäure-Geschichte und so drin hast. Das merkst du richtig. Ja, zackdiwabdi, sieht richtig gut aus. Theoretisch könnte man natürlich auch mit dem Pinsel einmal komplett reingehen und sagen, so, ich habe jetzt Lust drauf, ein bisschen mehr Glow in mein Gesicht allgemein reinzubringen. Und dann gehst du einfach über dein komplettes Gesicht und hast da einfach noch ein bisschen mehr Bewegung, wie so eine Art Finishing Powder, ne? Weiter geht die wilde Reise. Purish hat ja auch Be Perfect im Angebot und da habe ich hier den Augenbrauenstift Indestructi Brow in der Farbe Ash Brown. Auch auf Be Perfect bekommt ihr jetzt gerade die 20% Rabatt. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier den Bronzer zugeklappt habe. Den wollte ich doch halt spielen. Nee, was ist das denn hier mit mir? Ne? Da gibt es dann jetzt nämlich ein bisschen Farbe auf die Augenbrauen, damit wir wieder dem Gesicht so ein bisschen mehr Kontur verleihen. Ja, ein bisschen dunkel sieht das schon aus, aber meine Haare sind auch im Winter ein bisschen dunkler. Deswegen kann ich auch so eine Farbe eigentlich ganz gut tragen. Jo, jetzt kommen wir mal zu dem Superglue von Catrice. Bekommt ihr auch bei Cosmetic for Less tatsächlich. Und das ist ein Augenbrauengel, was man halt echt schön verwenden kann, um die Augenbrauen festzutackern. Das ist eine ganz coole Geschichte und es geht rucki zuck. Ihr könnt euch damit auch so Bushy Brows machen, wenn ihr da richtig Bock drauf habt, ne? Ja, und damit fixiert ihr wirklich eure Augenbrauen an Ort und Stelle. Die halten euch dann auch den ganzen Tag. Jetzt kommen wir zu einer Lidschattenpalette, wo ich richtig Bock drauf hatte, die zu testen, seitdem ich die in der Box drin hatte. Und zwar ist das die Be Perfect Carnival All Stars Palette in Kooperation mit Stacey Marie. Die war in der Purish Mystery Box mit Ellie drin. Ich glaube, die Box gibt es mittlerweile nicht mehr, aber die Palette. Und auch, wie gesagt, auf Be Perfect bekommt ihr 20% Rabatt. Hammermäßige Farben. Ich versuche jetzt aber tatsächlich nicht allzu sehr in den Farbtopf reinzufallen, beziehungsweise nicht allzu bunt zu werden, beziehungsweise nicht allzu durcheinander und nicht zu kompliziert. Ich möchte euch zeigen, dass man mit dieser Palette halt auch super einfache Looks schminken kann. Denn du hast hier meistens zu den matten Farben auch immer ein Pendant als Schimmerfarbe. Beim Grün hier zum Beispiel, ne? Da könntest du theoretisch dich auch bei der kompletten Reihe aufhalten, bei dem Blau sowieso, bei dem Lila und so und hier auch. Das ist eigentlich relativ einfach anwendbar. Und das möchte ich euch jetzt mal kurz demonstrieren. Ich gehe jetzt zuallererst in dieses Magenta Fruity rein. Den setze ich mir in meine Lidfalte, die ich ja ein bisschen höher ansetze, weil meine Lidfalte ja durch ein leichtes Schlupflid unterwegs ist, ne?
durch ein leichtes Schlupflied unterwegs ist. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also ich habe ein ganz leichtes Schlupflied und dementsprechend muss ich halt ein ganz kleines bisschen das höher ziehen, damit man die Farben halt auch sehen kann später. Ich gebe mir den Ton jetzt auch direkt einfach mal an den unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich mit meinem Finger den Schimmerton Starlight auf. Das ist ein wunderschöner Ton, der ein bisschen schwierig ist, weil der sehr, sehr flockig ist. Aber mit dem Finger zieht ihn euch rein. Richtig krass, ne? Kann man wahrscheinlich auch noch mit Glitterglue ein bisschen intensiver machen. Aber wir wollen es jetzt ein bisschen einfacher gestalten. Der kommt einfach direkt auf mein komplettes bewegliches Lid. Und das sind jetzt wirklich einfach nur zwei Farben aus dieser übermäßig krassen Lidschattenpalette. Und so kann man es theoretisch auch einfach lassen. Und ich lasse es jetzt auch einfach so. Mega, ne? Also das ist echt der Wahnsinn. Ich gebe mir jetzt aber trotzdem noch einen Inner Corner Highlight und einen Augenbrauen Highlight mit dem Highlighter von Bayana Beauty. Das macht durchaus Sinn, ne? Man kann einen Augenlook bzw. einen generellen Look immer noch ein bisschen aufpeppen, indem man zum Beispiel einen Eyeliner verwendet und den halt ein bisschen fancy-pancy gestaltet. Hier habe ich von Eveline Cosmetics den Varieté 2-in-1 Eyeliner. Du hast hier theoretisch ein Kohlkajal mit dabei, den ich jetzt aber nicht verwende, weil ich sowas nicht so ultra feier gerade. Es sei denn, ich mache einen Smoky Eye, ne? Und auf der anderen Seite haben wir einen Filzstift Eyeliner. Eveline Cosmetics bekommt ihr bei Cosmetic for Less. Claudi 15, weißt du Bescheid, gibt dir 15% Rabatt. Und den trage ich mir jetzt einfach mal ganz entspannt auf, ne? Und ich muss wirklich sagen, so ein Look zeigt mir halt auch wieder, wie sinnvoll es ist, dass ich mit meinen Kooperationspartnern so zusammenarbeite, weil das einfach Produkte sind, ihr seht es jetzt ja auch aus der Nähe, ne? Die so gut performen und einfach geil sind. Und deswegen, ja, nochmal danke an euch, Leute. Ihr seid einfach großartig. Wir müssen das Ganze jetzt natürlich einmal fixieren. Und ich bin ja ein Bene-Babe. Das heißt, ab und an bekomme ich ein paar Neuheiten von Benefit zugeschickt. Das habe ich mir jetzt mal selber gekauft. The Professional Super Setter Long Lasting Make-Up Setting Spray ist das hier einmal. Das ja, gibt dem Make-Up auch nochmal richtig schön Halt. Und hat einen schönen Sprühnebel, Leute. Echt krass. So soft, so angenehm. Mag ich gerne leiden. Jetzt werden einmal meine Wimpern ein bisschen gecurlt. Dafür nehme ich diese Wimpernzange. Und dann geben wir uns jetzt mal eine Mascara auf. Big and Thick Lashes Mascara von Mesauda habe ich hier. Ich weiß gar nicht, die müsste auch in einer Purish Mystery Box mal drin gewesen sein, ne? Und die hat ein sehr interessantes Bürstchen. Das sieht ein bisschen aus wie das von der Catrice, die es nicht mehr gibt, Mascara, die ich auch mal richtig, richtig gut fand. Und nur halt in viel größer. Das ist ein Gummibürstchen, was so leicht gebogen ist, leicht bananenförmig. Aber es ist riesig, ne? Riecht nach Mascara. Und jetzt schauen wir mal, wie die sich auf meinen Wimpern so macht. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Wow, Leute! Die Mascara macht gerade richtig hart Konkurrenz allen anderen Mascaren, die ich bislang so gehypt habe. Zum Beispiel der Nabla Vicious Mascara. Wow, aber das ist halt auch keine günstige Mascara. Die ist sehr, sehr cool. Guckt euch das an, das sind ja meine Wimpern, ne? Nur halt getuscht. Das finde ich gerade ziemlich genial und theoretisch haben wir jetzt ja schon einen Look fertig, aber ich möchte ja noch eine andere Lippenfarbe drauf machen. Heißt, ich zoome euch mal ein bisschen raus hier. Ihr habt mir bei Instagram gesagt, ich soll mal öfters meine Haare aufmachen. Deswegen werden die jetzt einmal gezähmt hier, die Löwenmähne. Und dann kommen wir nämlich gleich zu den Lippen. Ich glaube, Schmuck lasse ich jetzt mal weg, weil den hätte ich dann ja wirklich nur für 2-3 Minuten an, ne? Ja, also, wie gesagt, Lippenfarbe habe ich ja theoretisch schon drauf. Aber ich habe jetzt hier noch von Bayana Beauty in der Farbe 03 Seductive ein Lippi. Und den möchte ich jetzt gerne drüber geben und der dürfte jetzt auch deutlich besser zum Augenlook passen als das, was ich jetzt auf den Lippen drauf habe. Ach krass, ja. Weil der ist noch ein bisschen kühler und das passt natürlich jetzt auch zu diesem lila Look. Boah, wie mir das gefällt, guck mal. Und wie weiß die Zähne dann auch damit aussehen. Das ist eine richtig coole Farbe, mag ich richtig gerne leiden. Wow. Leute, ihr seht jetzt einfach, dass der Look, der ist ein bisschen ausgefallen, das passt jetzt nicht so ganz zum Oberteil, ich weiß. Denkt euch das mal weg, ne? Aber der Look an und für sich,
ich finde den bombastisch. Und dafür habe ich nicht mal eine Stunde gebraucht, jetzt insgesamt, ne, mit Labarababa. Das heißt, ich würde theoretisch diesen Look in 20 Minuten mal eben so machen. Also meine komplette Base und dann halt auch den Augenlook. Und ich fühle mich damit richtig, richtig wohl. Ich finde, das ist halt schon ein bisschen poppiger, aber jetzt nicht so ganz super ausgefallen und auch nicht aufwendig. Ihr habt es ja auch mitbekommen, wie schnell das ging tatsächlich. Ne? Zwei Farben auf den Augen und ein Highlighter läuft. Also vielen, vielen Dank an meine wundervollen Kooperationspartner, dass ihr so scheißegal seid und so coole Produkte rausbringt, die ich dann mit euch hier auch zusammen testen kann, dass ich so mega geniale Rabattcodes für euch auch an die Hand bekomme. Denkt auf jeden Fall an die Verlosung. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles verlinkt, was das Herz begehrt. Und ich fühle mich wohl gerade und würde einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat und du dich auch wohl gefühlt hast, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!